Hallo Bastelfreunde, ich habe mal wieder eine schöne Sache hier vor mir liegen. Und diese kleine Platinchen, was hier liegt, müsste nach Adam Riese genau der Inhalt sein, der sich in meinem defekten Radio befindet. Das ist also das komplette Motherboard von meinem kaputten Radio. Ihr wisst vielleicht noch, das stand auf dem Kopf, das Bild, und war gespiegelt. Mittlerweile macht das ja nichts mehr, also das lässt sich auch nicht mehr einschalten jetzt. So, dann habe ich hier, wie gesagt, eine Ersatzplatine, wo auch wieder der gute Tuner drauf ist. Das ist aus dem Spenderradio, wo das Display defekt ist. Kann ich mal kurz zeigen hier, da ist die Scheibe kaputt. Ist jetzt allerdings kein Radio für einen Ford Focus, sondern war ein Radio für, wie man unschwer erkennen kann, für einen BMW. Allerdings sind die Platinen eigentlich komplett die gleichen. Das Einzige, was anders ist, ist die Software, die drauf gespielt ist. So jedenfalls mein Gedanke. Und jetzt werden wir mal das Radio auseinandernehmen, die Platinen mal vergleichen. Und wenn alles passt, werden wir das umbauen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das Radio nochmal zum Leben erwecken können. Und ich lasse wie immer mal die Kamera dabei laufen. Die Schrauben jetzt hier ein bisschen auseinanderhalten. Die Schrauben immer von dem alten Radio und immer von meinem Radio hier. Also immer von dem Spendergerät praktisch und immer von meinem Fokusradio, dass ich das nicht alles verwechsle. Wir machen das erstmal so weit auseinander, dass wir gucken können. Kabel kreuzen sich ja praktisch einmal. Ich zeig das gleich nochmal genauer. Interessant, die Kabel machen hier ein Kreuz. Also das rechte geht an das linke und das linke geht an das rechte. Interessant. Sehr interessant. So, dann haben wir noch diese Ene. Das hatte ich ja letztes Mal schon festgestellt, dass da ein Kabel angelötet ist, warum auch immer. Der Sinn war mir nicht ganz klar, bis zum Schluss nicht. Wir sind nicht. Ich werde es nochmal ablöten hier. Wenn es gebraucht wird, müssen wir gucken. Wichtig ist, dass die Platine erstmal passt, komplett. Ansonsten sieht schlecht aus. So, sieht ja schon mal ganz nett aus. Bin gespannt, wie das hier löst ist mit der Schraube. Bei dem anderen war nämlich die eine Schraube angeklebt, weil man ja nicht von oben zum Schrauben rankommt. Deswegen hat man die Schraube geklebt, damit das an vier Befestigungspunkten fest ist. Also diese Platine hier. Auch eine merkwürdige Methode, aber ja, hat ja funktioniert. Bisschen tricky hier mit den Schrauben. So. Ja, mit der vierten, das werden wir gleich mal sehen. Ich schraube erstmal die Buchsenhalter ab und die Endstufe, die Kühlung der Endstufe.
Jetzt haben wir noch die GPS, aber die Platine fällt schon raus. Das war bei den anderen nicht so. Da war das, wie gesagt, die klebt. Jetzt haben wir hier noch die GPS und die WLAN-Antenne, die noch ab müssen. So, kommt sie auch schon komplett raus. Okay. Dann vergleichen wir die Beine jetzt gleich mal hier komplett. Da sehen wir jetzt hier schon mal gleich ein paar kleine Unterschiede. Also, was auf alle Fälle schon mal anders ist, der Bereich von dem GPS ist hier geschirmt, hier nicht. Nicht so schlimm. Dann haben wir hier einen zusätzlichen Chip-Modul, da sind noch reichlich Bausteine drauf. Haben wir hier nicht. Können wir dann irgendwo eine Revisionsnummer sehen? Müssen wir mal gucken. Dazu brauchen wir mal eine Lupe, um das festzustellen. 2016 810, 2017 3.7, Versionsnummer Main V3 ist das hier und das ist hier auch Main V3. Ja, sonst ist eigentlich ziemlich gleich aufgebaut. Ja. Soweit scheint das okay zu sein. Mit dem Chip, der jetzt hier fehlt, kann ich nicht sagen, was das ist. Da ist auch eine Menge Zeugs drauf. Kann ich mal zeigen hier. Also da ist schon ein bisschen was an Elektronik drauf. Aber was das jetzt genau macht, müsste ich mal versuchen zu ergoogeln. Weiß ich nicht so genau. Aber gut. Wir werden das jetzt erstmal umbauen. Diese Teil weg. Der große Vorteil, wenn das alles funktionieren sollte, ist, hier ist ja dieses Radiomodul noch drauf, was ja hier auch wieder drauf ist. Und das ist ja in meinem vorigen Radio, wo der UKW nicht mehr geht, kaputt. Und dann könnte man den hier schön ablöten und in das andere wieder verlöten. Dann hätte man das Radio vielleicht auch wieder funktionierend, wer weiß. Könnte funktionieren. Haben sie komisch gelöst hier mit der vierten Schraube. Hier ist unten jetzt so ein Stück Pappe dran gewesen. Wie ist denn das bei dem anderen Teil? Da ist ja auch nichts dran. Das liegt einfach auf Masse auf. Interessant. Ob man das jetzt so gemacht hat, kann ich gar nicht sagen. Aber interessant ist es auf alle Fälle. Wir werden es da auf alle Fälle auch mal schützen. So.
Das ist das. Das haben wir drin. Ja, ein bisschen aufpassen mit den Kabeln, wie gesagt. Das finde ich auch ein bisschen heftig, wie die verlegt waren. Da habe ich ja beim letzten Mal schon angeprangert, dass die eigentlich scheiße liegen. Ja. Dass die total gequetscht werden da unten. Ja. Was ich nicht gut finde. Ja, naja, so wird das heute alles gemacht. Soll ja auch nicht so lange halten. Ich habe dieses rote Kabel jetzt erstmal weggelassen, was da gelötet ist. Da, als ich die Platine getauscht hatte mit dem anderen Radio, um das auszuprobieren, ob es an dem Display liegt, da hatte ich auch dieses rote Kabel nicht dran und das hat trotzdem funktioniert. Aus diesem Grund habe ich das jetzt erstmal bewusst weggelassen. So, noch eine. Dann kommen wir der Wahrheit jetzt gleich ein Stück näher. So, das war jetzt erstmal das. Alles klar. Soweit also gut. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich der Kabelbaum. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob da was umgesteckt werden muss. Das weiß ich nämlich nicht. Komischerweise sind bei dem BMW hier zwei verschiedene Kabelbäume dabei. Sieht eigentlich mal ganz vernünftig aus. Ja. Wir werden das einfach probieren. Was anderes bleibt uns ja auch nicht. Wenn wir wissen wollen, ob das funktioniert oder nicht. Dazu machen wir den CAN-Bus mal ab. Stecken das Kabel hier schon mal rein. Zack. Und dann müssen wir das noch verkabeln, dann probieren wir das gleich aus. Hochfahren tut das Ding jetzt schon mal. Natürlich jetzt mit BMW-Logo. Klar, war ja im BMW vorher verbaut. Das ist auch speziell auf dem BMW abgestimmt. Das heißt, wir müssten uns dann mal einen anderen ROM-Ruf spielen, dass das wieder passend ist für Ford. Aber erstmal funktioniert das soweit. Das ist ja schon mal schön zu wissen. Ich habe jetzt keine Lautsprecher dran, also ich kann jetzt hier keinen Sound laufen lassen. Aber ansonsten sieht es dann gut aus. Hier kannst du jetzt noch auswählen, welche Apps er denn starten soll, hier für Radio und so. Das muss man aber alles einstellen, wenn das andere ROM drauf ist. Das macht jetzt keinen Sinn, hier mit dem BMW ROM zu spielen, weil das möchten wir ja eh nicht haben. Wir möchten ja dann schon wieder ganz gerne was passend haben für den Ford. Ne? Das ist klar. Ja, ansonsten hat das soweit funktioniert. Finde ich schon mal ganz gut. Jetzt wirkt das alt noch zusammenbauen schön. Und dann werden wir uns einen ROM raussuchen. Am besten das, was ich vorher drauf hatte. Und dann spielen wir da drauf. So, ihr Lieben.
Ich habe jetzt das ROM nicht gelöscht, sondern ich habe einfach in den Einstellungen die Boot-Logos geändert. Ich habe jetzt noch keine Festlegung gemacht, welcher Launcher starten soll. Kann man denn im Endeffekt noch machen, dann startet ihr auch immer mit dem Launcher, den man immer benutzen möchte. Ich habe das jetzt erstmal so gemacht, dass man das von Hand noch auswählen kann. Soweit funktioniert jetzt auch alles. Ich habe jetzt festgestellt, diese zusätzliche Platine, die da drin ist, was ich gezeigt hatte hier, kann ich mal auf der alten Platine zeigen. Auf der alten Platine ist ja hier ein leerer, eine leere Stelle und in der, dieser Platine, die ich hier verbaut habe, da ist ja hier ein Chip drauf, ein großer. Das ist übrigens ein GPS-Modul. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Navi starte, dann zeigt er mir trotzdem an, Wegbeschreibung und so weiter, obwohl ja keine GPS-Antenne dran ist. Das finde ich natürlich eine ganz schöne Sache. Kann man natürlich versuchen, ob es im Auto funktioniert, weiß ich nicht so genau. Kann auch sein, dass das nicht ausreicht, ja. Aber ich fand es jetzt interessant, rauszufinden, was das überhaupt ist. Ansonsten, Radio funktioniert. Hab das jetzt mal an die Anlage gemacht hier, dass man hier ein bisschen mehr Sound hat. Soweit bin ich zufrieden. Ich werde das Radio morgen verbauen und dann mal sehen, wie das nun läuft hier mit dem Display. Ob das wirklich am Radio selber lag oder ob es am Display lag, was immer noch sein kann. Warten wir mal ab. Jetzt bin ich hier im Auto, sind jetzt schon ein paar Tage vergangen. Das Radio funktioniert so weit, so gut. Allerdings habe ich noch zwei Probleme. Das eine ist, meine Rückfahrkamera geht nicht. Und das andere ist, ich kriege die Lautstärke der Navigation nicht lauter gestellt. Sodass, wenn ich Radio oder Musik allgemein höre und dabei die Navigation anhabe, dass ich dann die Navigation noch verstehen würde. Ich habe da jetzt schon alle wirklich ausprobiert, was ich so in den Menüs gefunden habe, aber leider nicht passend. Ja, scheinbar entdeckt, was das wirklich so einstellt, dass beides geht. Ich weiß auch noch nicht, woran das liegt. So, jetzt habe ich erstmal einen Verdacht. Es geht hier nämlich um den Kabelbaum. Da gucken wir jetzt mal, ob sich mein Verdacht erhärtet. Ich weiß nicht, ob er das so aufnimmt. Ich lasse das mal laufen. Das hier ist erstmal meine Verbindung zur Rückfahrkamera. Da mache ich mal, wie gesagt, einen Kleber rum, damit mir das nicht abhaut. So, und dann haben wir hier den fetten Kabelbaum. Dann müssen wir das hier nochmal rausmachen. So. Und wir ziehen den mal hier raus. Und dann machen wir dafür diesen hier drin. Man sollte wirklich überlegen, ob man hier einen Ventilator einbaut in das Radio. Das wird wirklich ganz schön warm. Also ich bin ja jetzt gerade von Arbeit gekommen, Stunde unterwegs gewesen, ungefähr, und die ganze Zeit Musik angehabt. Ich muss sagen, ja, ganz schön warm. Das ist natürlich klar, diese Hitze ist natürlich auch nicht gut für die ganzen Bauteile da drin. Kann nicht gut sein. Also sollte man sich überlegen, ob man wirklich einen zusätzlichen Ventilator einbaut, was natürlich dann wieder eine akustische Belästigung darstellt. Muss ich mir noch mal überlegen, was wir da am besten machen. Also das erste Radio, was ich hatte, ist definitiv den Hitzetod gestorben, denke ich mal. Also diese UKW-Geschichte, dass das UKW plötzlich nicht mehr ging. So, jetzt probieren wir das hier mal aus. Ich werde es hier mal rinsetzen soweit. Ach so, ich brauche natürlich noch einen Zündungsschlüssel. So, während das System hier jetzt hochfährt, ich sehe gerade, mein Akku ist leer hier von der Kamera. Was habe ich gemacht? Ich habe jetzt den Kabel rumgewechselt, weil mir ist aufgefallen auf meinen Arbeitstisch. Da lag noch der Kabelbaum, der eigentliche Kabelbaum, der hier an meinem Radio war. Das ist zwar auch ein Kennbus-Adapter für einen Ford, allerdings steht hier Mondeo drauf.
So, und jetzt habe ich meinen Kabelbaum wieder drin. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Yeah, super. Also ihr seht, funktioniert. Falscher Kennbusadapter. Ja, da muss man sich nicht wundern. Dann kann es natürlich auch nicht richtig funktionieren. Jetzt gucken wir mal, ob die anderen Sachen funktionieren. Lautstärkeregelung funktioniert. Ja, das ist ja hervorragend. Dann müsste jetzt das Radio immer noch starten. Oder startet von der Linie, war der Deklobe, muss ich starten. Jetzt sind die Sender natürlich alle weg, logischerweise. Suchen wir uns gleich mal wieder ein. Vera von der Lehnhoff erzählt, wie sie nach Kriegsende von der Lehrerin als Kind von Mördern bloßgestellt wurde, zack, weil ihr Vater da an Attentat auf Hitler beteiligt war. Das kann ich hier wieder. Der Schauspieler Mario Adorf meldet sich zu Wort. Wir hatten einen Unteroffizier, also der sagt, hier kannst du dann noch die Presets wechseln. Hier mit diesen Bedienfeldern hier an der, am Lenkrad. Ja, das ist ja schon mal super, dass das geklappt hat. Dann baue ich das erstmal alles wieder fest ein. Jetzt starte ich hier mal die Navi. Wollen wir mal schauen. Ihr hört, die Musik läuft jetzt hier. Jetzt sehe ich einfach mal irgendwas suchmäßig ein hier. Oh, warte mal, er hat hier noch Licht geht. Machen wir mal einen Verlauf. Er berechnet das jetzt hier unten, kann man schön sehen. Und jetzt hört mal genau hin, werdet ihr mich nicht stören. Follow the course of the road. Ach doch, Moment, ich muss jetzt noch was dazu sagen. Jetzt hat er ja schön laut gesprochen. Ist allerdings jetzt die englische Stimme. Die hatte ich eingestellt, weil das die einzige Möglichkeit war, dass der lauter wurde. Jetzt werden wir das nochmal umstellen mit der Stimme hier. Machen wir den Michael wieder weg. Okay. Dazu müssen wir aber die ganze Geschichte hier beenden. Wir müssen also nochmal starten. Mehr als alles andere verleiht ein schöner Holzboden ihrem Zuhause Eleganz und Gediegenheit. Dazu schmeißen wir das Thema Thomas raus. Bender von Parkett Connection in der Bundesallee 193. Wir müssen mal alles wegmachen hier. Brauchen wir alle nicht im Hintergrund. Über 25 Jahre Navi. Fertige Parkettböden in Berlin und Brandenburg. Wäre ein Ding, wenn das jetzt auch gehen würde. Kann, kann ich mir aber ja nicht vorstellen. Zu vergrößern. Parkettconnection.de. Open your door. Wir wollen mit dem Auto fahren. Schön berechnet. Präsentiert Andrea Mottis. Mit nur 24 Jahren hat die Sängerin und Trompeterin die Bühnen der Welt erobert. So, jetzt habt ihr das wahrscheinlich nicht so richtig hören können. Es ist relativ leise. Und ich kann es, wie gesagt, auch nirgendwo lauter machen. Es gibt hier zwar so eine Möglichkeit, wo man sagt, die Lautstärke, die ist hier aber schon auf volle Kanne. Sprachlautstärke ist hier schon auf 10. Und trotzdem ist es relativ leise. Habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, wie gesagt, bis jetzt, woran das liegt. Aber ist mir auch erstmal egal, wichtig war jetzt, dass meine Rückfahrkamera wieder geht. Wäre Quatsch, weil ich eine verbaut habe und dann funktioniert die nicht. Und mit dem anderen muss ich dann mal sehen, wie ich da weiterkomme. Ich habe ja immer noch ein bisschen Möglichkeiten, mich damit zu beschäftigen. Muss ja nicht immer alles an einem Tag passieren. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt hier den Launcher gerade nicht an. Ich hatte jetzt mal das normale Display vom Radio benutzt, weil ich mal gucken wollte, ob es da andere Einstellmöglichkeiten gibt, weil das ja doch alles so ein bisschen miteinander verknüpft ist. Der Launcher ist hier aber auch trotzdem drauf. Den kann man dann hier auch wieder starten. Und man kann den ja auch auswählen, dass der dann praktisch immer startet, wenn man das Radio startet. Muss man selber wissen, ob man das so haben will oder nicht. Uhrzeit stimmt gar nicht. Die muss ich mir jetzt gleich nochmal einstellen. Ja, aber soweit so gut. Läuft erstmal. Bin ich soweit erstmal zufrieden. Wie gesagt, dieser Austausch der Hauptplatine hat jetzt also erstmal zum Erfolg geführt. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der eigentliche Fehler nicht an der Hauptplatine lag. Also dass es jetzt gar nicht mehr ging schon. Aber der Fehler mit dem drehenden Display. Ich glaube nicht, dass das an der Hauptplatine lag. Ich denke immer noch, dass das die Platine von dem Display ist. Aber das wird sich zeigen. So,
Das war's erstmal. Ich bedanke mich für's Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.